Ich wollte nochmal auf die Judenverfolgung wiederum zurückkommen. Ja. Haben Sie als Kind unmittelbar Übergriffe auf Juden erlebt? Ich habe Folgendes erlebt. Ich sagte ja, in der Nachbarschaft hat eine jüdische Familie gewohnt. Ja. Und es war dann, es muss 1940 oder 1941 gewesen sein. Das war so ein kleines Häuschen. Schloss hieß die Familie. Mhm. Ein kleines Häuschen. Und da war dann nach und nach nicht mehr nur abends verdunkelt, sondern auch tagsüber blieben die Läden zu. Mhm. Das heißt, dieses Haus da hat sich sozusagen abgekapselt. Mhm. Ja? Und ich habe ab und zu gesehen, dass abends dann, wenn es dunkel wurde, das hieß, der Mann hieß ein Herr Gordon, das habe ich alles später erst nach recherchiert erfahren, das war der Rabbiner. Mhm. War natürlich so von in seinem Ornat schon ein etwas ungewöhnlicher Anblick. Und der ist dann, da ging die Tür einen kleinen Spalt auf und gleich wieder zu. Ja. Der hat den Leuten Trost zugespendet, ist also auch nachher verschleppt worden und, mhm. und umgekommen. Und ja, ich sah nun eines Tages den Familienvater von der Arbeit nach Hause kommen. Und er hatte seinen, die mussten ja dann den sogenannten Judenstern, den gelben Judenstern tragen. Und den hatte er mit der Aktentasche verdeckt. Und ja, und da habe ich gedacht, also das darf der ja nicht. Ja? Mhm. Und habe mich dann hingestellt an den Straßenrand und einen Spottvers rübergerufen, von dem ich auch nur noch den, einen Teil behalten habe, itzig, itzig Judenschwein. So, ich wusste, Erwachsene, das war mir schon von der Erziehung her eingetrichtert worden, Erwachsene sind Respektsperson lässt man rechts gehen und so weiter und so fort, wie das in unserer Generation so üblich war. Mhm. Aber ich hatte irgendwie doch schon das Gefühl, also der ist freiwillig sozusagen, ja, das darf ich. Nur, was mir dann passiert ist, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ein größerer Junge kam, und das war der Sohn unseres Hauswirts, kam von hinten auf mich zu, war ein paar Jahre älter. Ich spürte plötzlich eine Hand im Nacken und er sagte, das musst du nicht tun. Mhm. Das sind doch auch Menschen. Oh. Ich hätte vor Scham in den Erdboden. Aber wie alt waren versinkt. Sie da? Ich sieben, acht Jahre? Zehn, nein, da ungefähr zehn Jahre, schätze ich, 41, zehn Jahre gewesen sein. Und er war vielleicht 14. Ich habe mich ganz, ganz furchtbar geschämt. Und diese Scham, zu dieser Szene wird sie mich zeitlebens begleiten. Und ich habe aber zu Hause nichts erzählt. Mhm. Und das war ja auch so. Kinder haben den Mund zu halten, sei nicht so neugierig. Kinder haben nur zu reden, wenn sie gefragt werden. Ja? Nach dem Motto. Mhm. Und dies war ja nun auch etwas, wo ich nun nicht gerade als Held da aufschaue. Und ich habe nicht gewusst, wie meine Eltern reagieren würden. Ja, ja, ich hab's verschwiegen.